Magic Mushrooms und Zaubertrüffel haben gerade einen Mega-Hype. Und dann, wenn du jetzt in einer psychedelischen Erfahrung bist, dann kommt das hoch und du kannst es dir angucken und dann damit arbeiten. Es gibt Leute, die fahren extra in die Niederlande, um dort an mehrtägigen Workshops teilzunehmen. Trip inklusive. Veranstaltet werden die von Leuten wie ihm hier. So nennst du dich, Psychonaut. Ja, ich bin Psychonaut, ja. Ich möchte herausfinden, was dahinter steckt und probiere es selbst aus. Aber was witzig aussieht, kann auch echt gefährlich sein. Eine zu hohe Menge Psilocybin kann dazu führen, dass jemand psychotisch wird, verrückt wird. Ich möchte herausfinden, Wundermittel oder Gefahr für die Psyche? Was hat es mit den Trüffeln auf sich und wer sind die Leute, die darauf schwören? Das ist Hans, mein Kameramann. Hey! Und wir zwei haben jetzt erstmal 6 Stunden Autobahn vor uns. Es geht in die Niederlande. Dort treffen wir Lionel, einen alten Bekannten aus meiner Heimat in NRW. Wir waren auf derselben Schule. Und letztens erzählt er mir, dass er sich mit so Trüffelveranstaltungen selbstständig gemacht hat. Und weil das in Deutschland verboten ist, macht er das in den Niederlanden. Dort ist das absolut legal. Die Workshops gehen 3 Tage und kosten satte 1.500 Euro. Dafür soll man im besten Fall eine Persönlichkeitsentwicklung erfahren. Als Veranstaltungsort hat Lionel sich ein abgeschiedenes Yoga-Retreat ausgesucht, das früher mal ein Kloster war. So, da sind schon Leute. Da winkt eine. So, guck mal, dann stelle ich mich doch hier neben den. So, sagen wir erstmal Hallo. So wie Hans und ich sind hier übrigens alle negativ auf Corona getestet. Servus, ich grüße euch. Hi. Hallo, hallo. Ich bin Milan, genau. Hi, hi, hi. Hi. Hallo. Grüß dich, Hans. Hi, grüß euch. Servus. Servus. Wie machen wir's? Ich grüße dich. Genau, du warst auch in dem Chat da. Lionel ist übrigens der Mann im lila Pulli. Neben ihm in schwarz sein Bruder Philemon. Ja, cool. Ah, ihr seid schon im Barfußmodus. Geht das so los, ja? Ja. Ja, komm, dann mach ich gleich mit. Als erstes die Schuhe. Lionel und sein Team betreuen hier Leute dabei, Psychedelika zu nehmen. Der Wirkstoff in den Trüffeln heißt Psilocybin und kommt auch in Pilzen vor, die in Deutschland heimisch sind. Ab einer bestimmten Menge ruft der Wirkstoff unter anderem starke Halluzinationen hervor. Ah, krass, guck mal, hier nice. Die Jugendherberge. Ja, ich schlafe oben. Ja, okay. Unser erster Programmpunkt heißt Breathwork, also Atemarbeit. Das findet in diesem Tipi statt. Philemon leitet das Ganze. Vorher gibt es eine kleine Vorstellungsrunde. Ja, hallo, ich bin Milan und ich bin aus Leipzig hier, zusammen mit Hans. Und freue mich auch über das Vertrauen, dass ich hier dabei sein darf mit jemandem, der ja auch euch filmt. Das ist nicht selbstverständlich. Aho! Aho! Übrigens, Transparenzhinweis. Dafür, dass wir sie hier filmen dürfen, hat Lionel den TeilnehmerInnen einen Rabatt gewährt. Und wir zahlen Übernachtung, Verpflegung und sonstige Kosten natürlich selbst. Jetzt ist Philemon mit seiner Atemübung dran. Wir möchten den verbundenen Atem durchführen. Das bedeutet, dass es keine Pause gibt zwischen Ein- und Ausatmung. Jeder wählt sein eigenes Tempo, seine eigene Tiefe. Wir sollten da auch auf unser eigenes Gefühl hören. Und los geht's. Das Ganze dauert 15 Minuten und fühlt sich für mich viel intensiver an, als ich gedacht hätte. Meine Hände kribbeln, verkrampfen und werden taub. Um das zu checken, beiße ich in meine Finger. Zum Schluss halten wir die Luft an. Holotropes Atmen, so nennt man das auch, ist übrigens nur für Menschen geeignet, die körperlich und geistig normal belastbar sind. Wer bestimmte Krankheiten hat, sollte lieber die Finger davon lassen. Und auch krass, ich glaube, die Sauerstoffsättigung im Blut ist einfach super hoch, weil ich habe so gefühlt 1,5 Minuten lang die Luft angehalten dann danach. Das hab ich noch nie. Ohne Substanzen, komplett legal. Also das kann ja, könnte man auch in Deutschland. Völlig, absolut. Ja. Atmen ist noch nicht illegal. Ja. Es gibt im Wesentlichen 3 Gründe, warum Menschen Psychedelika nehmen. Manche finden es cool, auf einer Party oder einem Festival zu trippen. Das kann aber schiefgehen, wegen der unkontrollierten Sinneseindrücke, von Mischkonsum ganz zu schweigen. In einem medizinischen Setting könnte Psilocybin sogar bei Depressionen helfen. Dazu gibt es gerade eine große klinische Studie, an der auch die Charité beteiligt ist. Und es gibt Leute, die nehmen Psychedelika zur Selbsterfahrung, Persönlichkeitsentwicklung. Und darum soll es hier gehen.
Weißt du noch, was deine, also erinnerst du dich noch an deine erste psychedelische Erfahrung und wie war das so? Meine erste psychedelische Erfahrung war, als ich 26 Jahre alt war, November 2016, LSD. Ja. Da war ich mit einem Kumpel in meiner Wohnung, ich wusste nichts über Psychedelika. Ja. Und bin komplett ausgeflippt nach einer Pappe. Ja. Ich habe gar nichts mehr gewusst. Ich bin rausgerannt auf die Straße, da kamen Autos, da bin ich wieder zurück in die Wohnung. Ich habe Todesangst bekommen. Ich dachte, ich sterbe. Ich bin zur Nachbarin, 75 Jahre alt war die. Ja. Hab die wach geklopft, meinte, ey, ich komme nicht klar, rufen Sie einen Krankenwagen. Ich hatte einfach eine Panikattacke. Hat die Krankenwagen gerufen dann? Die hat einen Krankenwagen gerufen, die haben mich ins Krankenhaus gebracht. Und dann habe ich da eine Nacht verbracht. Und das war meine erste psychedelische Erfahrung. Ich bin Alter. Komplett ausgeflippt. Diese Geschichte finde ich ganz schön beängstigend. Aber Lionel meint, er konnte aus der Erfahrung eine Lehre ziehen und möchte deshalb anderen psychedelische Trips mit Psilocybin in einer sicheren Umgebung ermöglichen. Einen besonderen Titel hat er sich dafür auch gegeben. So nennst du dich, Psychonaut? Ja, ich bin Psychonaut, ja. Und ist das jeder, der das macht, oder sind das Leute, die das so das machen wie du? Ist, wenn du viel Erfahrung hast mit psychedelischen Reisen. Ich habe jetzt ungefähr in den letzten 3 Jahren 60 psychedelische Reisen unternommen. Das sind 20 im Jahr. Genau. Also alle paar Wochen quasi. Genau, so jedes zweite Wochenende ungefähr. Ganz schön oft, finde ich. Seinen ersten Psilocybin-Trip hat Lionel als großartig in Erinnerung. Und ich habe diesen Trüffel gegessen mit Freunden. Das war eine ganz andere Herangehensweise. Es war eine Zeremonie, es war ein Setting, wo ich mich sicher gefühlt habe, beschützt gefühlt habe. Da war eine Freundin, die hat mich im Arm gehalten. Ich wusste, hier bin ich safe. Und dann habe ich diese Trüffel genommen und wollte wissen, wie das ist. Und diese Erfahrung hat mir geholfen, Feindbilder aufzulösen. Weil ich hatte so eine Vision auf einmal, ich habe die Augen geschlossen und vor mir ploppte so eine Welt, eine Weltkugel auf. Und ich hatte das Gefühl zu sehen, dass der Homo sapiens so ein Geflecht ist, ein Myzel ist, das unter dem Erdboden ist. Und die Menschen, die Homo sapiens, sind nur so die Fruchtkörper vom gleichen Myzel. Macht das Sinn? Als wären Menschen Äpfel vom gleichen Apfelbaum. Und das hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich seitdem, wenn ich ein Problem habe mit einem Menschen, trotzdem noch das Gefühl habe, dass wir ein Lebewesen sind. Und deswegen kann der mich gar nicht mehr so krass abfucken. Mhm. Und ja, das war eine Erfahrung, die hat mich echt geflasht. Ja. Auch wenn Lionels Geschichte erstmal super weird, aber auch interessant klingt, das muss nicht immer so laufen. Trips können auch richtig böse enden. Bestimmte Menschen sollten komplett die Finger davon lassen. Damit die nicht teilnehmen, mussten wir hier alle vorher einen extra Fragebogen ausfüllen. Den hat anschließend eine Psychologin ausgewertet. Welche Gründe dagegen sprechen, Psychedelika zu nehmen, darüber erfahren wir später noch mehr. Jetzt gibt es erstmal Abendessen. Die letzte Mahlzeit vor meinem ersten Trip. Der Tag der Trüffelzeremonie startet mit einem schweigenden Spaziergang im Wald. Wir sollen achtsam sein für die Sinneseindrücke, die wir hier in der Natur bekommen. Bringt mich runter und gefällt mir irgendwie. Zurück auf dem Retreat-Gelände haben Lionel und Philemon 50 Kilo Eis in einen Pool gekippt. Da baden wir jetzt drin. Das bringt den Kreislauf in Schwung. Okay, 2 Minuten, ich sag die Zeit an. Wir steigen aber schon mal alle rein. Stellt euch hin. Alle ready? No. Ist nicht schlimm. 3, 2, 1 und runter. Ausatmen. Und ruhig atmen. Während wir im Wasser sitzen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Und wenn euch dieser Film gefällt, dann könnt ihr mal ein Abo dalassen und auch gerne einen Daumen hoch und in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Danach wärmen wir uns auf und ziehen uns an. Gleich beginnt die Zeremonie und ich helfe Lionel und Philemon dabei, die Trüffel zu ernten. Lionel hat sie von einem Hersteller in den Niederlanden gekauft. Sie wachsen in einem Substrat, das vor allem aus Weizen besteht. Das Ganze riecht ein bisschen nach Hefe. Jetzt trennen wir die Trüffel
Das ist jetzt schon ein fertiges Ding. Und diese Körner müssen runterfallen. Genau. Doch so genau nehmen die Jungs es mit der Dosierung dann auch nicht. Das ist die Schatulle, in der wir die Trüffel geben. Da packen wir jetzt 20 Gramm rein. Und die Leute werden sich dann selber eine Dose zwischen 20 und 30 Gramm aussuchen. Warum jetzt gerade 20 oder 30 Gramm? Also ich würde, das sind Erfahrungswerte. Also wir haben da viel rumexperimentiert und zwischen 20 und 30 Gramm ist eigentlich garantiert, dass du auf die andere Seite kommst. Also, dass du eine tatsächliche Bewusstseinserweiterung hast. Wenn du zu gering dosierst, kann es sein, dass du in diesem Verwandlungsprozess so ein bisschen stecken bleibst. Und weil hier niemand enttäuscht wieder gehen soll, dosieren wir lieber zu viel als zu wenig. Das klingt ganz schön waghalsig, denn die Psilocybin-Konzentration in den Trüffeln schwankt erheblich. Ich spreche später nochmal mit einem Wissenschaftler darüber. Leon, wie ist das eigentlich mit der Rechtslage? Also wir knibbeln das jetzt hier und es ist so ein Hersteller, aber... In Deutschland wäre das, was wir hier machen, illegal. Aber auf niederländischem Boden ist es erlaubt. Auch wenn Psilocybin in Holland legal ist, nicht alle heißen den Umgang damit gut. Deshalb möchte die Ärztin, die ebenfalls zu Lionels Team gehört, auch anonym bleiben. Puls, Blutdruck, Lungenfunktion, ein einfacher Routinecheck. Während sie eine Teilnehmerin nach der anderen untersucht, bereiten die anderen den großen Saal für die Zeremonie vor. Ich werde langsam aufgeregt. Sharon und Jenny geben mir noch ein paar Tipps. Also was mir immer hilft, ist mir zu sagen, dass alles passieren kann und dass ich mich darauf einlasse und lerne loszulassen. Also es kann dann manchmal auch herausfordernd sein und dann lernt man in dem Moment einfach loszulassen. Der Trip geht ja vorbei. Also selbst wenn es mal herausfordernd wird, ich meine, die meisten Themen sind ja sowieso unterschwellig da und die kommen dann einfach zum Vorschein. Und dann annehmen, loslassen, weitermachen. Und bin ich mir die ganze Zeit über voll darüber bewusst, dass das gerade ein Trip ist? Oder gehe ich da so drin auf, dass ich nicht mehr weiß, wer, wo und wann ich bin? Also mir war das bisher immer bewusst, was passiert. Und ich habe auch immer relativ hohe Dosen genommen. Und trotzdem wusste ich immer, dass ich gerade auf dieser Substanz bin. Und konnte das differenzieren. Und das ist irgendwie mal so schwer zu erklären, aber man nimmt im Außen alles anders wahr, aber man ist trotzdem irgendwie in sich klar. Und ja, man weiß, was gerade so abgeht. Und für den Fall, dass jemand mit seinem Trip überhaupt nicht klarkommt, gibt es noch eine Psychologin. Die möchte aus den gleichen Gründen anonym bleiben wie die Ärztin. Ich bin on demand sozusagen im Nebenraum, falls jemand von euch Unterstützung braucht, wenn zum Beispiel starke Emotionen hochkommen, wenn jemand stark weinen muss, große Angst hat oder kämpft, loszulassen, dann werde ich ins Zimmer geholt oder gehe eventuell auch mit jemandem in ein anderes Zimmer und werde dort mit demjenigen eigentlich nur Beistand leisten. Es hilft beispielsweise sehr, sehr oft, wenn man einfach die Körperposition einfach ein bisschen verändert. Die Arme öffnet, die Brust öffnet, weil dann das direkt ein anderes Körpergefühl gibt und auf Pilzen ist einfach jegliches Gefühl verstärkt. Ja. Und das kann einem in einen komplett anderen Ort bringen, wenn man einfach die Arme öffnet. Ah, okay. Doch Lionel und Philemon würden sie als nüchterne Person erst im Notfall in den Raum holen. Das wird später für mich noch eine Rolle spielen. Gleich ist es soweit und die Zeremonie beginnt. Lionel schwenkt einen rauchenden Fenchelstrauß. Das stinkt. Welcome to the ceremony. I'll switch in English, just to make sure everybody understands perfectly what is going to be said now. So in here we say hello to the psychologist and to the doctor and to the cameraman who are here with us. And for the introduction, they will be here in the room, and as soon as I hit the sound bell, the sound bowl, they will leave the room and we will be and start the journey together. In here are 20 grams, and you can choose now whatever number you want. Try to connect with your intuition and feel a number. The more intense the journey will be. And you can have anything up to 10 grams. Ja, ich würde auch gerne noch mal weitere 10 Gramm wagen. Das ist die maximale Menge. Ich habe Lust darauf, eine besonders intensive Reise anzutreten. Okay. Angst vor einer zu hohen Dosis habe ich in dem Moment nicht.
Und bevor ihr mich jetzt hier trippen seht, noch ein kurzer Ortswechsel. Ja, jetzt höre ich Sie. Hallo, Herr Dr. Jung-Aberle. Hallo, guten Tag. Schön, dass wir zusammenkommen. Der Mediziner, mit dem ich spreche, forscht selbst zur Anwendung von Psychedelika im medizinischen Kontext. Die Unterscheidung zum Gebrauch in der Freizeit ist ihm besonders wichtig. Doch unabhängig vom Setting gibt es Personen, die auf keinen Fall solche Substanzen nehmen sollten. Ausschlusskriterien sind zum Beispiel psychotische Episoden, die ein Mensch schon mal früher in seinem Leben hatte. Eine Borderline-Erkrankung, schwere Form von Borderline-Erkrankungen. Für den Körper sind Pilze und Trüffel quasi ungiftig. Aber auch wer zum Beispiel herzkrank ist, könnte sich beim Rausch so stark aufregen, dass er oder sie deshalb Probleme bekommt. Die Nebenwirkungen von Psilocybin liegen auf der psychischen Ebene. Also eine zu hohe Menge Psilocybin kann dazu führen, dass jemand psychotisch wird, verrückt wird, vorübergehende Zustände erlebt von Konfusion, von absoluter Verwirrung, von Orientierungslosigkeit, von Halluzinationen. Und die können so intensiv werden, dass man vergisst, dass das an der Substanz liegt. Dann kann es dazu kommen, dass sich ein Mensch identifiziert mit einem anderen oder glaubt, er ist ein anderer oder meint, er verfüge über übermenschliche Kräfte oder so verwirrt ist, dass er sich selbst verletzt. Das wären so die klassischen Nebenwirkungen eines unsachgemäßen Gebrauchs. Auch wenn die Retreats, die in Holland angeboten werden, legal sind, Hendrik Jung-Aberle sieht sie kritisch. Also ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft nicht mehr auf solche Settings, die niemand zertifiziert hat, wo die Leute unklar ausgebildet sind, nicht mehr zugreifen sollten. Zurück ins Retreat. Ich habe keine Vorerkrankungen und eine Betreuung ist vor Ort. Good appetite. Ich bin bereit für meinen ersten Trip. Was jetzt passiert, ist meine ganz persönliche Entscheidung. Also das schmeckt ein bisschen erdig und nussig und auch ein bisschen, hat auch so ein bisschen Säure, so vor allem im hinteren Mundraum, so der Nachgeschmack. Mhm. Aber es schmeckt nicht schlecht. Also der Geschmack geht echt klar. Jetzt dauert es etwa 30 Minuten, bis der Rausch langsam einsetzt. Philemon hat noch ein paar Verhaltenstipps für die Reise. If you feel like if you want to breathe loud or if you need to cry or whatever, feel free. If you want to move, feel free. But try not to be too loud. Try to not be too noisy and try not to use language, because it interferes with other people's minds sometimes. That's basically the only thing. Bring your attention inside yourself and yeah. Make the journey. Ich bilde mir ein, schon etwas zu spüren. Ja. Boah, wie beschreibe ich das? Ja, hier ist was los gerade. Wir bilden noch einen Kreis. We wish everyone a beautiful journey. A lot of love. Die Klangschale ist das Zeichen, dass alle Nüchternen jetzt bis zum Ende der Zeremonie in den Nebenraum gehen müssen. Hans darf aber hier und da durch den Vorhang filmen. Es ist etwa 15 Uhr, als sich die Wirkung des Trüffels entfaltet. Es beginnt mit leichten Halluzinationen, die vor allem bei geschlossenen Augen stärker werden. Ich gerate in einen Zustand des Wohlbefindens und der Genügsamkeit. Später finde ich den Rausch ganz lustig und werde richtig albern. Ich vertiefe mich in ein Staubkorn auf dem Boden. Nach etwa einer Stunde muss ich auf Klo, bin aber verwirrt. Nach 2 Stunden höre ich Regen auf das Dach prasseln. Ich schwitze, mir wird schlecht und ich fange an zu grübeln. Darüber, wie wir Menschen mit dem Planeten umgehen, Umweltzerstörung und so. Lionel kann mir ohne Worte Beistand geben. Ich traue mich nicht, mit ihm zu sprechen, weil wir das ja hier nicht machen sollen. Vielleicht durchlebt er gerade auch eine schwierige Episode. Aber mir würde es trotzdem gut tun, wenn hier jemand Nüchternes im Raum wäre und nicht nur nebenan, mit dem oder der ich gerade reden könnte. Gegen 20 Uhr sind alle wieder zu sich gekommen und Lionel beendet die Zeremonie. Du
wolltest nur nach dem Weg zum Klo fragen, ne? Ja, ja. Ja, eben. Ich habe sofort kapiert. Ja, aber viele richtigerweise, weil wir waren ja total drin. So. Ja, voll. Ich habe zu Philemon gesagt, Philemon, ich möchte pissen. Weißt du, was das ist? Und dann hat er gesagt, ja, ja. Und dann habe ich das halt gemacht. Eheleute Schnieder privat. Hier ist Mama. Hallo Mama, hier ist Milan. Ich habe meinen Eltern erzählt, dass ich hier bin. Deshalb gebe ich ihnen Bescheid, dass alles vorbei ist und es mir gut geht. Ja. Dann liebe Grüße nach Deutschland. Ja, ja, danke. Tschüss. Ciao. Ach, wie lieb. Jetzt sind die erleichtert. Das war denen wichtig, dass ich die mal kurz anrufe. So. Und wir machen jetzt mal Feierabend, was die Reportage angeht, und essen was, und dann sehen wir uns morgen wieder. Es ist Sonntag. Lionel hat im großen Saal Papier und Farben zum Malen bereitgestellt. Wir tauschen uns über den Trip gestern aus. Jenny erzählt, wie Psilocybin ihr helfe, sich mit Problemen aus ihrem Unterbewusstsein auseinanderzusetzen. Und dann, wenn du jetzt in einer psychedelischen Erfahrung bist, dann kommt das hoch und du kannst es dir angucken und dann damit arbeiten. Also klar, es ist manchmal unangenehm, vielleicht auch ein bisschen spooky, aber in dem Moment hast du es gesehen und weißt, dass es da ist. Und das finde ich persönlich besser, als wenn da immer unterschwellig irgendein Thema ja, vor sich hin lodert und ich eigentlich gar keinen Zugang dazu habe. Am Montagmorgen endet das Retreat. Die TeilnehmerInnen sind einander näher gekommen. Aber neben dem Abschied beschäftigt mich vor allem der Pilztrip. Auf der Rückfahrt bin ich ganz schön nachdenklich. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Tage für mich und freue mich, nach Hause zu kommen. Eines weiß ich jetzt schon. So richtig mein Leben verändern wird die Erfahrung nicht. Trotzdem war es super intensiv. Aber dieser Film ist noch nicht zu Ende. Denn es gibt noch einen anderen Trend rund um Psilocybin. Microdosing. Deshalb besuchen wir, zurück in Leipzig, Maximilian Wüsten in seiner WG. Hallo, ich bin Milan. Max hatte bis vor kurzem einen YouTube-Kanal zum Thema Psychedelika. Doch die Plattform hat den wieder gelöscht, Community-Richtlinien. Dagegen geht er gerade mit einem Anwalt vor. Gemeinsam mit Gleichgesinnten organisiert er auch den Psychedelischen Salon Leipzig. Da treffen sich Leute zum Austausch über das Thema. Ja. So seit 5 Jahren würde ich sagen, ist das so ein großer Teil meines Lebens, dass das wirklich also für mich auch wie zu so einer Berufung geworden ist. Und dieses Thema ist mir einfach unendlich wichtig. So. Und er kennt sich mit Microdosing aus. Dabei nimmt man eine so geringe Menge der Substanz ein, dass keine psychedelische Wirkung eintritt. Viele behaupten, dass sich das in ihrem Alltag aber zur Selbstoptimierung eignet. Es soll unter anderem leistungsfähiger machen. Übrigens, in Deutschland ist auch Microdosing mit Psilocybin illegal. Man kann das aber auch mit legalen Substanzen machen. Max zeigt mir, wie. Hier wäre jetzt dieses aktuell noch legale 1-CP-LSD. Side Note. 1-CP-LSD ist eine neue Variante von LSD, die bisher noch nicht von den Gesetzen erfasst war. Mittlerweile haben Bundestag und Bundesrat auch hierfür das Verbot beschlossen. Man schluckt das Papier dann? Oder? Man schluckt das Papier, man legt sich das in den Mund und dann schluckt man das, ja. Ja. Also man kann das, wie gesagt, genau einfach so in so kleine Schnipsel schneiden und das so dosieren. Oder die genauere Variante, die ich auch den Leuten immer erkläre, ist halt, das hier in Wasser zu lösen. Und dann kann man halt anhand der Menge von Wasser und dem Wirkstoffgehalt kann man halt errechnen, quasi mit wie viel Millilitern man was für eine Dosis hat. Und so kann man das dann sehr exakt dosieren. Und das tropfst du dann mit der Pipette? Genau, einfach in den Mund oder ein Glas Wasser oder wie auch immer. Das geht auch mit pflanzlichen Psychedelika. Getrocknet und in Pulverform. Ja, ich kann dir das mal zeigen. Und zwar gibt es tatsächlich auch eine interessante psychedelische Pflanze, die in Deutschland legal ist, mit der Microdosing betrieben wird. Und das ist Iboga. Und diese Iboga-Pflanze, die kommt ursprünglich aus Afrika und wird dort auch im Schamanismus eingesetzt. Und um für mich jetzt eine Microdose vorzubereiten, nehme ich ganz einfach einen Löffel und wiegt das halt mit dieser Waage hier dieses Pulver ab. Wenn ich jetzt Pilzpulver hätte, würde ich das eigentlich genauso machen. Also es ist
sind jetzt 290 Milligramm. Wenn ich das benutze, dann mache ich normalerweise eine Dosis von um die 500 Milligramm. So. Und dann kann man das hier, dann wie gewünscht, kann man sich das in Saft rühren oder in einen Schluck Wasser rühren. Aber auch für Iboga gilt, bei einer höheren Dosierung kann es Risiken geben. Seine Erfahrungen gibt Max auch in Online-Kursen weiter. Ein Kurs geht 2 bis 3 Stunden und kostet 20 Euro. Weil er das gerade nicht mithilfe seines YouTube-Kanals bewerben kann, hat er heute nur einen Zuschauer. Hallo. Servus. Kannst du mich hören und sehen? Jawohl, jawohl. Sehr gut, cool. Ja, schön erstmal, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und ja, heute Abend bei diesem Microdosing-Kurs möchte ich dir alles Wichtige zum Thema Microdosing näher bringen. Also das sind ja auch so die typischen Sachen, die man immer vom Microdosing hört, was das den Leuten bringt. Wohlbefinden, Kreativität und Fokus. Und das hat sich halt in dieser Studie auch klar herausgestellt, dass das ist, was die meisten Leute da erfahren. Nochmal zurück zu Henrik Jung-Aberle. Was hält er von Microdosing? Also bei Microdosing sollte klassisch gesehen im Grunde gar keine Wirkung, subjektive Wirkung spürbar sein. Aber oftmals schwanken die Dosen, da die Menschen so kleine Dosierungen auch gar nicht selber einteilen können. Bei der Selbstmedikation verhalten sich die Menschen oft super chaotisch. Außerdem gibt es die mögliche Gefahr bei Psilocybin vor allem und bei LSD, dass eine Langzeiteinnahme zu körperlichen, physiologischen Schäden führen kann. Also Herzstörungen im Bereich des Herzens zum Beispiel. Das kann man nicht mit Sicherheit sagen. Es ist einfach, niemand hat es je untersucht. Die Recherchen für diesen Film haben mich sehr neugierig gemacht. Der mögliche Nutzen bei richtigem Umgang ist vorhanden. Psilocybin findet immer mehr Beachtung in der medizinischen Forschung, zum Beispiel bei der Behandlung von Depressionen. Ich musste viel Mut aufbringen, um an der Veranstaltung von Lionel und seinem Team teilzunehmen und euch auch noch dabei zugucken zu lassen. Die Erfahrung im Retreat war echt beeindruckend und trotzdem, ich würde mir eine Art Gütesiegel wünschen, anhand derer man seriöse Anbieter erkennen kann. Denn am Ende wird hier immer noch mit Drogen hantiert, auch beim Microdosing.